Jetzt würde ich gerne nach Hause gehen, aber leider habe ich keine Augen mehr. Also ich habe noch Augen, aber keine Grauzwergenaugen. Und da brauchen wir noch 6 Stück. Also muss ich jetzt mal kurz 6 Grauzwerge umbringen. Wir haben es aber gerade Nacht und wir sind im Düsterwald. Da sollten, glaube ich, genug da sein. Die Himbeeren hier nehme ich auch noch mit. So. Und danach hier. Wildschwein, nö. Ein Spawner wäre gar nicht schlecht. Spawner. Aha. Habe ich dich erwischt. So, dein Auge bitte. 6 haben wir. Immer noch 6. Hä? Die droppen keine Augen. Warum nicht? Drop dir mal Augen bitte. Droppst du mal ein Auge bitte? Hat's da ein Auge endlich. 7. Sehr gut. Ja, das ist natürlich ein bisschen nervig. Es tut mir leid. Aber was soll's. Theoretisch können wir dabei weiter erkunden. Ne? Sieht man gerade auf der Minimap. Aber ich suche eigentlich gerade nur Grauzwerge, damit wir schnell nach Hause können. Nirgends niemand. Nirgends ist niemand. Also ist überall jemand? Theoretisch ja schon, oder? Oh, hier ist Gebirge. Nee, da gehe ich noch nicht hoch. Oh, nee. So. Kommen die her? Die Fuhlinge, die da gerade gekichert haben. So, Auge bitte. Schon wieder keins. Ah, Fuhling. Da ist er doch. Stirb! Dein Stuff kriege ich nicht mit, ne? Doch, dein Gold. Ja, dein Schwarzmetall lass mal da liegen. Oh, huch. Was ist denn hier los? Wo kommen die denn alle her? Es ist doch gar keine Ebene in der Nähe. Ist das so eine von diesen Spawn-Patrouillen? Ja, ne? Weil ich jetzt ja Glut umgebracht habe, glaube ich. Verfolgen die mich jetzt? Ja, verfolgen sie. Ja, ich laufe mal weg. Tschüss. So, hier ein bisschen nach Norden. Ah, da ist ein Troll. Vielleicht kann ich den ja abschütteln. Also die Fuhlinge an dem abschütteln. Keine Ahnung, ob die Fuhlinge mich überhaupt noch verfolgen. Kein Plan. Mann, wo sind denn hier die Grauzwerge? Weißt du, normalerweise ist alles voll mit denen und die gehen übel auf den Sack, schmeißen mich mit Steinen ab und so. Und jetzt suche ich welche und es sind keine da. Da. So. Ach ja, Blaubeeren kann ich ja nicht mitnehmen. Achso. Ich dachte gerade, das wäre ein Auge, aber es war die Blaubeere. Gut. So. So. Lauf, warte du, ich verprügel dich. Okay, das dauert mir ein bisschen zu lang. Tschüss. Nix, nix. Nix. Sag mal. Jetzt reicht's mir hier aber. Ich will nach Hause. Ich hätte die Augen nicht wegschmeißen sollen. Ich narr. Da war ein Spawner, oder? Ja. Da ist ein Spawner. Ich gehe nochmal kurz nach hier oben, um das ein bisschen hier zu erkunden. So. Und gehe zum Grauzwerge-Spawner. Spawnet. Spawnet allesamt. Da liegen Trophäen. Und das war's. Oh. Der könnte eventuell Augen haben. Ich weiß nicht, ob der die Wahrscheinlichkeit erhöht ist. Oh, hat der viel Stuff. Ich pack mal hier von die Hälfte weg. 12. Ha. Sehr gut. Wir können endlich ein Portal bauen. Und das mache ich auch so bei so gleich. So. Schienes. Portal. Zack. Du stirbst. Gut, ist noch heile. Und der da kommt, den muss ich noch umbringen.
Und schnell hindurch. So, perfekto. Dann schmeißen wir mal alles ins Lootloch. Können wir den ganzen wertvollen Stuff loswerden. Haben wir ordentlich was gesammelt, ne? Wir haben eine Biene gefunden. Wir haben 3 oder 4 Eichen gefunden. Ja, ja, kann man sich tatsächlich nicht beschweren. Hervorragend. Dann würde ich mal sagen, gute Nacht. Guten Morgen und wir gehen direkt wieder runter. Und wir haben es auch, glaube ich, bald durch, ne? Das ist ja sehr, sehr erfreulich. Huch, Alter. Oh nö, nicht schon wieder. Es ist schon wieder einer dieser Lecks. Ich glaube, er ist... Nee. Scheiße, da habe ich gerade nicht gesehen, wie viele Sekunden das waren. Oben links. Das da war viel zu schnell. Du bist ungeschützt. Du bist geschützt. Hm. Aber das war gerade wieder ein Hardcore-Lag. Den hatte ich lange nicht mehr. Gut. Ich mach mal so. Und wir gehen zurück. Perfekto. Das weg. Und das weg. So. Und wo sind wir jetzt? Hm. Nur noch dieses Gebiet und dieses. Hier ist eine Eisenmine. Und die sind wahrscheinlich doch nicht miteinander verbunden. Ne? Hier ist wohl ein Gebirge zwischen. Bist du dir ganz sicher? Bist du dir wirklich sicher? So. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So, dann haben wir die Stellen hier unten. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, ne? Nicht, dass wir hier nochmal runter müssen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Irgendwelche Lücken? Nischt? Nee. Ja, dann gehen wir mal nach oben zum Gebirge, würde ich sagen. Wir haben auch gleich Akteur bereit. Ja, den können wir sowohl im Gebirge als auch im Sumpf benutzen. Im Gebirge, weil wir permanent jumpen. Und im Sumpf, weil wir durchnässt sind. Und damit, also mit Akteur können wir das kompensieren. Aber gut. Ich gehe sowieso, glaube ich, erstmal am Rand entlang. Denn das ist beides nicht. Doch, hier beginnt das Gebirge schon. Gut. Energieschild, ne? Nicht, dass wieder 5 Wölfe auf einmal kommen und dann hängen wir da. Halt. Nee, das ist kein wabernder Fleck. Das ist tatsächlich nur ein Baum. Gut. 2 Minuten 40 noch. Hier vielleicht ein Golem. Für eine Trophy. Frost Cave wird es hier, glaube ich, nicht geben. Dafür ist der Berg nicht hoch genug. Aber wer weiß. Ich guck mal. Ich kann mich auch irren. Oh, Glimmerbaum. So. Nee. Das sieht nicht sehr frostcavig aus. Oh, da aber vielleicht. Mal gucken. Wir müssen ja gleich sowieso nochmal im Gebirge lang gehen. Aber ich will hier das systematisch machen. Also so hoch. Obwohl, warte mal. Systematisch wäre zickzack so, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, jetzt das Gebirge vorzunehmen macht am meisten Sinn. Ja, 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 macht es. Deswegen gehe ich jetzt hier schon mal lang. Und dann können wir auch sehen, ob hier Frost Caves sind. Wenn hier welche sind, werde ich hier mitnehmen. Das ist einer, oder? Werde ich hier mitnehmen. Wegen roter Jute. Das ist, glaube ich, echt einer da oben. Das sah gerade aus wie dieser Stein, der so flach ist. Ne? Das heißt ja immer, dass da ist ja dann immer so eine Plattform davor. Also gehen wir mal kurz hoch. Ich glaube, da war eine. Das da meine ich, diesen Stein. Oder? Ich kann mich auch irren. Mal gucken. Ja, Ausdauer. Eiktür haben wir in 50 Sekunden, aber das will ich jetzt gerade noch nicht benutzen. Nee, ist kein Frost Cave. Oder unter mir vielleicht? Nee. Hier auch nicht. Gut, habe ich mich geirrt. Dann hier nochmal lang. So.
So. Aha. Frost Cave. Sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. Aber wo wir jetzt gerade hier sind. Rein da. So. Und außerdem schmeiße ich den... den ganzen Stuff davor. So. Und wir gehen hinein. Zücken unseren Feuerball. Klopf, klopf. Ich bin zu Hause. Wir halten uns natürlich links. Crystals. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Die wärmen sich mal auf den Boden. Und nochmal. Und nochmal. Gut. Sind wir wieder im Bad Cave. In der schlechten Höhle. Mann, jetzt reicht's mir aber mit euch. So, hier geht's lang. Blutraum. Donio. Kultisten. Aua. Die haben mich angezündet. Pew, pew, pew. Und die mache ich hiermit platt. Ha! Und bam! Und ich auch noch, komm. Sehr gut. Und hier haben wir Gedärm. Da ist Gold bei und sind Silberhalsketten bei. Hervorragend. Das hier machen wir kaputt. Hör damit. Und vor allem, das hier ist immer der größte Schatz. Ein Riesenblutraum. Oh, mit einer Truhe daneben. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Kohle und Bronze. Sehr gut. So. Die Wände, da ist nichts. Hier ist noch Edelholz. Und Loot, Loot. Und das können wir zerstören, so wie den. So. Hier. Ah, Silberhalskette. Die kriegen wir nicht mit. Dann schmeiße ich Gedärme weg. So. Und haben wir hier zufällig auch eine Klaue? Ja, ne? Ja, das war so klar. Weil dann muss ich wieder etwas wegwerfen und zwar Knochen. Und ich nehme die mit. So. Ja, das war doch schon recht ergiebig. Wie viele rote Jute haben wir? 6 Stück. Ne? Und wir sind noch. Wir haben gerade erst mal angefangen. nach unten oder erstmal auf der Ebene bleiben? Ich gehe schon mal nach unten, ne? Weil wenn wir jetzt zurückgehen, müssten wir. Würden wir uns nicht mehr links halten. Ja, ich gehe erstmal nach unten, komm. Vielleicht ist hier auch direkt Schluss. Wer weiß. Nee. Hier ist das Gegenteil. Hier geht es noch richtig tief rein. Gut. Ich nehme erstmal die Crystals. Davon haben wir ja noch nicht genug. So. Gut. Und dann gehen wir wieder hinauf. So. Und hier lang. Energy Shield. Und ist hier vielleicht noch ein Lootraum? Ja! Noch ein Kultist. Perfekto. Noch ein zweiter, bitte. Ja. Und ein dritter. Sehr gut. Die droppen nämlich jedes Mal eine rote Jute, ne? Ein vierter sogar. Perfekt. Kommt mal her. So. Und sogar eine Trophäe. Lederreste weg. Den Loot. Gut. Das hier weg. Ach so, ich dachte gerade, ich konnte das nicht aufheben. Hab mich schon gewundert, warum nicht. So, die Kohle hier. Hier sind nochmal 2 Kohlepfannen. 4 sogar. Und da hier eben gerade 4 von denen waren, sind hier 2 von den Looträumen, ne? Ja, ich glaube ja. Oh. Das sollte ich dennoch anmachen. So, dann einmal dagegen, einmal hier. Und das weggeloadet. So. Kralle. Fell.
Da ist nur Gedärm, ne? Den Rest würden wir ja auf jeden Fall mit aufsammeln. Wir sind ja bei weitem noch nicht überladen. Okay, die Zähne sind ebenfalls schon aussortiert. Dann ballern wir mal hier auf den Boden und da. Nehmen das hier mit. Das sind nur Skelettüberreste, aber hier ist ein Fleischhaufen. Das kaputt. Das kaputt. Und hier nochmal. So. Das war schon gar nicht mal so schlecht bis jetzt. Wir haben richtig viel rote Jute jetzt schon. 14 rote Jute jetzt schon rausgeholt. Da beschwere ich mich nicht. Und dann gehen wir mal nach hier unten. Halt. Machen wir das gleich mal beim Weg nach unten. So. Da oben ist noch eine. So viel zu dem Thema. Und so. Habe ich da gerade noch rote Jute gesehen? Nee. Habe ich mich verguckt. Gut. Und wenn hier noch eine Kohlepfanne ist, nehme ich die auch noch mit. Aber ich glaube, das war's, ne? Jo. Okay. Ich dachte, hier geht es jetzt noch weiter. Na gut. Hätten wir das auch erledigt? Ich... Oh nein, bitte nicht. Noch einmal nach ganz unten. Was war das gerade für ein übelster dämlicher Move? Entschuldigung. So, alles klar. Ja, und dann geht's hier zurück. Ich muss noch ein ganz kurzes Päuschen machen. Bin sofort wieder da. Also bis gleich. So, weiter geht's. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder nach hier oben. Jump, jump, jump. Soll ich halt Türen machen? Jetzt, wo es gerade nach oben geht. Na... Lieber fürs Gebirge aufbewahren, ne? Weil ich glaube, wenn wir gleich aus der Mine rausgehen, werde ich sowieso nochmal kurz zurückgehen. Und dann ist das alles Zeit, die Aiktür läuft, ohne dass ich es benutze. Oder? Ich glaube schon. Halt! Hier ist falsch. Hey, wo bin ich denn nochmal hergekommen? Ach, von da. Stimmt. Hier ist der Eingang, ne? Jo. Dann gehen wir mal hier lang. Oh, hier ist noch ein Dungeon. Jackpot! Moin! Guten Morgen! Blutraum vielleicht? Ich hoffe ja. Da sind auf jeden Fall Kohlepfannen. Und ein Fenri. Ein Ulf, meine ich. Der Ulf! Muss ich immer dran denken, keine Ahnung. Ach so, das ist der Wolfszahn, den brauche ich nicht. Aber hier ist noch ein bisschen das. Und noch eine Krall. Eine Krall. Das ist doch das englische Wort für Kralle, oder? Krall? A Christel? Gut. Ja, das war's hier, ne? Und ja, unser Inventar ist so mit Kleinkrempel gefüllt, ne? Einen hiervon, fünf davon. Ja gut, komm, wir gehen zurück, schmeißen es ins Lootloch und dann gehe ich zurück und mache die Tür an. Kann ich den Stein noch mitnehmen? Nee, ne? Ja, was soll's. So, rübergerannt. Und runtergeschmissen. Oh, stehe ich ein bisschen weit oben, ne? Aber egal, die Sachen fallen alle runter, das ist das Wichtigste. Gut. Und wir gehen wieder zurück. Wie spät haben wir es denn? Ja, gerade nach Mittag durch. Also 13:30 ist schon durch. Also wir haben schon Nachmittag. So, Portal weg. Und das Ding weg. Und eine Tür angemacht. Sehr gut. Und dann gehen wir mal da so lang. Keine Ahnung. Ich glaube ja nicht, dass wir noch eine zweite finden, oder? Würde mich natürlich freuen. Aber ich glaube es nicht. Mal schauen. Ich gehe hier so lang. Und so. Damit wir bloß keine Lücken lassen. Ich mache mein Energieschild an, weil da sehe ich schon wieder einen Wolf. Zwei. Werde ich schon wieder unruhig. Kommt mal her. Ihr verfolgt mich ewig, ne? Weil ihr so gut klettern könnt. Oh! Hörst du wohl auf damit? Aggressives Mistvieh. Aggressives Mistvieh. Direkt ein Dragon. Ein Dragon. Tschüss.
So, und dann noch einmal so hoch, ne? Dann haben wir's. Ist das da etwa ein flacher Stein? Ist es das, wonach es aussieht? Mal schauen. Nö. Oh, mit so einer Riesenruine obendrauf. Das sieht ja geil aus. Ob sie wirklich damals da so einen Turm drauf gebaut hätten. Um schön den Überblick zu behalten. So, der Drache da wird gleich auf uns aufmerksam bestimmt. Ah, ein Golem. Das hier ist der wahre Golem-Gipfel, wa? Danke fürs Drache töten. So. Ah, shit. Ich dachte, ich erwische ihn. Ich baller mir mal einen Mana-Trank. So. Noch ein. Und noch ein. Trophäe, bitte. Nö. Shade. Tschüss. Und hier ist, glaube ich, eine Truhe oben. Ich guck mal. Ich glaube, da war immer nur Gold oder so ein Mist, ne? Ja. Zwiebelsamen. Ja, die lasse ich mal schön hier. Gut. Dann hätten wir das durch. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier lang. Klappern das ab. Obwohl, nee. Wir haben hier die Grenze zum Sumpf. Deswegen gehe ich doch erst nach da. Komme ich hier hoch? Ja, ne? So, und dann hier auf den Gipfel drauf und runtergeslidet. Hui! Ah, ist das geil. Stell dir vor, das könnte man noch so, ne? Da warte ich ja im Aschelande-Update drauf, dass wir einen Zauber haben, mit dem man sozusagen sich nach oben zaubern kann. Und dann hat man immer so ein, ne? Man kann sozusagen fliegen, in Anführungsstrichen. Also man kann sich nach oben teleportieren. Oder nach oben fliegen lassen und dann gleiten. Das wäre so geil. Da ist ein Glibberbaum. Hier so. GB. Und hier sind außerdem Flecken. Warte mal. Das ist nicht unerkundeter Fleck. Der würde wabern. Das hier ist unerkundet. So. Und nochmal hier an der Grenze lang. Schön dicht dran, damit wir da keine Lücken lassen. Okay, wie auch immer sie das geschafft haben. Respekt. Was soll die Treppe denn? Bringt nix. Hä? Ach so, er war das. Ich dachte, wir gerade kämpfen von unten nach oben durch. Aber gut, dann hier lang. Und dann so, ne? Ja, ich gehe jetzt nach da. Und da sollten wir dann einen Sumpf sehen, glaube ich. Da. Dann ziehe ich da schon mal einen Rahmen drum. Hier ist ein Turm. Ich weiß nicht, ich gehe mal nach oben. Da ist, glaube ich, nur Gold drin, ne? Wenn überhaupt. Oh, gar nichts. Super. Das war ja sehr spannend. So, und hier war der Glibberbaum da. Und da müssen wir jetzt durchs Sumpfgebiet. Es wird doch gerade dunkel, ne? Eiktür hört gerade auf. Und es wird dunkel. Und da ist ein Schlundegel. Wenn nicht sogar zwei. Und ein Draugr. Aua. Ich hab Aua gesagt. Das heißt, du sollst aufhören. So, ich laufe mal hier lang. Da ist noch ein Glibberbaum. So. Der Draugr hat von uns abgelassen, glaube ich. Hier ist, Alter, hier sind zwei Stück. Nee, da ist er doch. Ciao. Piu. So, und ich würde sagen, wir bauen mal eben Portal, ne? Weil es wird gerade Nacht. Und da habe ich übel keinen Bock drauf. Ja, das sind die zwei Glibberbäume, die habe ich eingetragen. Gut. Ja, komm. Wir bauen uns mal hier eben ein Tischchen hin. Und Portal. Und gehen kurz zurück. Ratzen. So.
Rübergerannt, runtergeschmissen. So. Und nach oben. Sehr gut. Flauschi, ne? Ich wollte gerade sagen. Ich dachte mir, Schnuffi ist schon wieder ein Stück weiter nach unten gegangen. Aber Schnuffi ist immer noch oben, ne? Ich check mal kurz die Lage. Da ist er doch. Und er kommt gerade runter. Schnuffi, was ist denn mit dir los? Müssen wir mal im Auge behalten. Also, Schnuffi ist tatsächlich nicht mehr oben der Plattformer. Herr der Frischluft. Ah doch, jetzt ist er da wieder stehen geblieben. Naja gut, wie auch immer, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen und wir gehen direkt wieder auf Erkundungstour. Frisch ausgeruht. Wir haben noch alles dabei, ne? Ah, ich glaube, ich sollte noch einen Ausdauertag mitnehmen. Tag 1200 war es. Aha. Eine volle Zahl voll. Sehr gut. Volle Zahl voll vor allem. Naja gut. Ich würde sagen, wir gehen hindurch.